Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich wollte euch heute meine Food-Favoriten vorstellen. Also Dinge, die ich sehr gerne gesnackt habe, vor allem. Es sind mehr Snacks, aber auch andere Sachen, die euch vielleicht interessieren könnten. Also bleibt jetzt am besten dran. Okay, als allererstes habe ich mir extra jetzt gerade nochmal neu gekauft, weil er schon platt, also schon aufgegessen wurde. Und den habe ich mir schon oft nachgekauft. Jetzt war er gerade auch noch im Angebot, sehr cool. Und zwar diesen Joghurt von Happy Coco. Das ist ein Bio-Vegan-Joghurt-Alternative. Und zwar aus Kokosnuss. Genau. Mein Gott, wieso kann ich nicht? Aus Kokosnuss. Und zwar, ich sage euch kurz, was hier drin ist. Das ist Kokosmilch, Tapioca-Stärke, Agavendicksaft, Zitronensaft, Vanille, natürliche Aromen, vegane Joghurtkulturen. Das war's. Und ich habe bisher nur das probiert, Vanille. Und ich habe mich nie getraut, die anderen, weil, keine Ahnung, ich glaube nie so an mein Glück, dass alles so gut schmecken kann. Deswegen bin ich dabei geblieben bei dem, was ich kannte. Habe immer nur Vanille gekauft und Vanille schmeckt so gut. Ey, das ist so cremig. Das ist so cremig, das zerschmilzt auch so auf der Zunge. Das ist so köstlich. Und das auf so Pancakes oder auf French Toast, das mache ich immer ganz gerne so ein Dip, nur so ein Löffelchen drauf. Das schmeckt so gut, das ist so lecker, ich kann mir auch super vorstellen, das jetzt in der Erdbeerzeit, oh mein Gott, anstatt Sahne oder sowas, das zu nehmen. Es ist nämlich noch so ein bisschen Joghurtsäure halt, ne, wie Joghurt schmeckt, aber total cremig und wirklich zart schmelzend, das ist das Wort. Das ist zart schmelzend und super lecker nach Vanille. Da sind auch so Bonbon-Vanille-Stücke drin. Es ist köstlich. Und jetzt habe ich, weil das gerade, ihr seht, im Angebot war, 20%, habe ich bei Dennis übrigens gekauft, mir noch eine andere Sorte diesmal mitgenommen. Jetzt dachte ich mir, okay, wenn es reduziert ist, wage ich es mal. Das ist Mango. Genau. Ich kann ja mal mit euch probieren. Das schmeckt. Also wie gesagt, das andere super gut, kann ich euch empfehlen. Probieren wir mal Mango. Ich finde es auch ganz gut, wenn man das nicht komplett aufisst, so als Dessert, sondern wirklich nur so ein bisschen, um Sachen zu verfeinern. Wie ich eben sagte, die Pancakes oder so, nur so ein Löffelchen. Das ist schon so ein Treat. Total lecker. Also Mango sieht sehr hell aus, sind auch keine Stücke drin. Man muss es ein bisschen rühren, finde ich, weil die Kokosnuss, dadurch, dass es kalt, also gekühlt war, ein paar so Fettstücke drin hat, aber dadurch so reichhaltig lecker schmeckt. Okay. Oh, es riecht sehr nach Mango. Oh, das ist auch gut. Das ist auch gut. Und das ist nicht zu süß. Man muss Kokos mögen. Ich dachte, dass ich nicht so der Fan davon sein würde, weil ich mag zwar Kokos, aber es kommt drauf an. Aber ich mag es hier. Genau, probiert es mal aus. Vielleicht ist es auch euer Ding. Vor allem eine Alternative zu entweder Mandel oder Soja. Jetzt kommt der Süchtigmacher hoch 10. Also, wenn ihr jetzt süchtig seid danach, ich bin nicht schuld. Ihr habt es gekauft. Ich habe die jetzt auch nochmal extra geholt, weil die auch schon platt waren. Ich wollte euch nicht nur so ein Foto einblenden, deswegen habe ich es jetzt nochmal geholt. Nur für euch. Das sind die Maisecken von Biozentrale. Das schmeckt so gut. Ich meine, ihr kennt doch diese gepufften Mais und gibt es auch als Reis, diese Cakes, ne? Und da mag ich Mais auch schon ganz gerne, aber das hier ist Next Level, sage ich euch. Die sind so dünn, ich mach mal auf, die sind so ganz hauchdünn, wie so Nachos. Genauso, so sehen die auch aus. Sind aber nicht wie Nachos und sind, das ist genauso zwischen Nachos, Popcorn und diesen Maiswaffeln. Genauso, so ein Mix daraus. Es hat dieses Crunchige von den Nachos, auch diese Form und so dünn ist es. Es schmeckt nach Popcorn. Es schmeckt so gut. So lecker. Und das hier, zum Beispiel mit meiner Salsa, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Oh. Ich hoffe, die werden noch überleben, bis ich eine neue Salsa gemacht habe. Weil die sind so süchtig machend, sind echt lecker. Mein liebster Drink zurzeit, also meine liebste Milchalternative, ist Hafer sowieso. Das ist so meine Wahl immer jetzt gewesen. Ich habe jetzt nichts anderes mehr gekauft, außer man braucht es zum Backen oder so. Aber Hafer ist meine erste Wahl. Ich habe auch jetzt gesehen, ich glaube beim Ökotest oder sowas, da haben die ganz viele Milchalternativen getestet. Und dabei hat Hafer insgesamt auch am besten abgeschnitten. Einfach weil die Qualität am besten ist und da sind vor allem
Meistens findet man das in Bio-Qualität. Weniger Schadstoffe als zum Beispiel Mandel oder in Soja. Ja, nur so, dass ihr das mal gehört habt. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man voll darauf... Also es geht auch um den Geschmack. Ich finde Hafer ist auch eine tolle Alternative, auch wegen des Geschmacks. Das schmeckt nämlich sehr süßlich, so von Natur aus süßlich. Das ist ja ungezuckert, also ich hole die immer ohne Zucker. Ist von Natur aus schon süßlich und es passt ganz toll zum Kaffee auch. Lässt sich auch gut mischen, also ohne dass es ausflockt. Da muss man nicht unbedingt sogar die Barista-Qualitäten holen, sondern die schmecken auch, also das geht auch mit denen normal. Und ich fand jetzt diese speziell ganz gut. Ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich, ist einfach vom Bio, also Rewe Bio Haferdrink. Aber die ist ganz toll. Also ist günstig, kann man überall bekommen und schmeckt sehr lecker, habe ich mir sehr oft jetzt nachgekauft. Die ist sehr leicht und passt toll ins Müsli oder eben Kaffee, das ist so für die beiden Sachen, nehme ich das halt immer. Aber ich habe es jetzt auch genommen zum Kochen oder so, dann nehme ich gerne Hafer einfach. Ne? Das habe ich euch schon so oft jetzt gezeigt, aber das ist super gut und zwar von Alnatura Kokosöl neutral. Also es geht jetzt nicht so sehr um die Marke, sondern eher um das Produkt, dass es ein Kokosöl ist, das ohne Geschmack kommt. Und das ist ganz toll, wenn man eben... den Vorteil des Kokosöls haben will, einfach, dass es sehr hitzebeständig ist. Man kann ja sehr heiß, man kann auch frittieren in Kokosöl zum Beispiel. Man kann es eben sehr stark erhitzen und man will ja nicht immer diesen Kokosgeschmack. Der nervt halt und ist sehr penetrant und passt auch nicht immer, finde ich. Es ist halt also viele mögen das auch nicht. Das ist halt geschmacksneutral. Also besser geht's nicht. Und ich habe es nie geglaubt, deswegen, ich wollte es nie kaufen, weil ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Aber doch, das gibt's, es ist so. Und da gibt es auch verschiedene andere Marken, die das herstellen. Und auch online kann man es kaufen, noch günstiger meistens. Ich kann euch auch mal Links raussuchen, falls ich was finde und das gerne in die Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr gerne mal nachschauen. Auf jeden Fall super toll, das ist auch schon fast alle. Ich müsste nochmal nachkaufen. Diese Dinkelflakes, oh, die sind so gut. Moment, von welcher Marke sind die? Demeter von Spielberger Mühle. Dinkelflakes, ungesüßt und die sind so ganz mini, so richtig kleine Flakes. Die schmecken so gut. Ich mache die jetzt immer in mein Müsli dazu für so extra Crunch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man damit gut panieren könnte. Wisst ihr so, keine Ahnung, veganes Schnitzel oder solche so Nuggets oder sowas oder auch Gemüse einfach panieren. Einfach mal anstatt Panko oder Paniermehl dann... Flakes ist ja nichts Außergewöhnliches, aber diese, glaube ich, könnten besonders gut sein. Eben weil die so super crunchy sind, sehr schön leicht und dünn. Und die schmecken so ein bisschen karamellig, also nicht karamellig, so malzig, so, ja, sehr lecker. Also ein toller Snack auch für zwischendurch oder man kann das auch, man kann auch so kleine Treats machen, zum Beispiel mit Zartbitterschokolade, die schmelzen. Ihr kennt es ja bestimmt, dann einfach ein paar Nüsse anrösten oder sowas. Das mit den Flakes vermischen, bisschen Kokosöl vielleicht noch dazu, muss nicht sein. Dann einfach so kleine Häufchen machen aufs Backblech und auskühlen lassen. Und dann habt ihr solche Crossies ganz schnell gemacht. Aber gerade mit denen, die sind so super lecker. Sehr lecker. Eigentlich hat die mein Freund, also hat die sich mein Freund gekauft. Und die habe ich ihm jetzt weggeschnappt für mein Müsli morgens. Genau, das ist jetzt so vermischt, also ihr seht es auch da. Das hier, Tamarind ist das. Das ist eine Tamarindenpaste, also Konzentrat. Gibt es im Asiamarkt. Und zwar besteht es auch nur aus Tamarinde, Wasser und Tamarindenmark. Also es ist sehr pur. Und wer Tamarinde nicht kennt, diese Frucht ist super sauer, also richtig, richtig sauer. Und die benutzt man halt ganz gerne für Curries oder, also meistens halt in asiatischen Küche, für verschiedene Sachen einfach. Kann man aber einfach so verwenden wie anstelle von, also als Säure, anstelle von Zitrone oder Essig. Also wenn man zum Beispiel, manchmal will man ja das Säure haben, man will aber kein, dieses Essig, diesen brennenden Essiggeschmack. Und man will auch manchmal nicht diese Zitrusnote. Und da kommt dann Tamarinde ganz gut, weil das so eben nicht dieses beide hat. Aber ich kann nicht beschreiben, was es genau ist. So ein bisschen, auch so ein bisschen karamellig irgendwie. Ja, schwierig. Es schmeckt ein bisschen karamellig sauer. Also sehr schwer zu erklären. Googelt am besten mal, wie der Geschmack ist, weil ich kann es nicht besser erklären. Aber so in der Art schmeckt es für mich zumindest. Und das ist ganz toll, wenn man zum Beispiel Soßen macht für gebratene Nudeln oder sowas und dann später einfach die Soße
drüber gießt. Chilis oder Currys eben. Also so einfach anstelle der Zitrone, wenn man davon ein bisschen, man muss halt ganz wenig nur nehmen, weil es sehr stark konzentriert ist eben. Und ja, ist eine tolle Variante. Könnt ihr euch mal anschauen, falls ihr nämlich davon noch nicht gehört habt. Ist echt, es macht das Gericht nochmal ganz, gibt eine ganz andere Ebene. Ihr glaubt's nicht. Dieses Eis, das ist von Lidl. Die hatten ja jetzt zwei vegane Eissorten rausgebracht. Ich glaube, nur für kurze Zeit leider. Ich hatte erstmal das andere geholt, weil das so ein bisschen wie Magnum war. So mit diesem Schokomantel und den Mandeln drin. Und innen war es halt weiß, so eine Vanille-Eiscreme. Aber Basis auf Kokosmilch. Und die fand ich schon ganz gut. Und das ist die andere Variante, die habe ich mir dann jetzt doch geholt und ich finde die sogar besser. Die ist so lecker, das hätte ich nie gedacht, weil ich finde, es sieht so unappetitlich aus, das Bild. Es schmeckt so lecker, es ist extrem cremig. Es schmeckt natürlich nach Kokos, aber dieser Kakao ist eine tolle Harmonie, also es ist eine gute Balance auch. Es ist nicht, weder ist das eine zu viel noch das andere. Aber wie gesagt, Voraussetzung. Ich sag das immer, weil viele mögen halt keinen Kokos und deswegen nur, dass ihr das nicht umsonst dann holt. Ne? Wenn ihr das nämlich nicht mögt, dann wird euch das wahrscheinlich nicht schmecken. Genau, aber es ist sehr schön cremig, sehr lecker, nicht zu süß. Es ist genau perfekt. Ich wünschte, die hätten es immer im Sortiment. Das ist so gut. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal holen. Ich habe nur noch zwei. Ich habe es jetzt extra rausgeholt, bevor das hier wegschmilzt. Aber die genieße ich gerade und dann hole ich mir das wahrscheinlich nochmal. Das waren meine Food-Favoriten für in letzter Zeit einfach. Ich mache es ja nicht so regelmäßig immer, deswegen weiß ich jetzt nicht, einfach für in letzter Zeit. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Favoriten, was ihr entdeckt habt und was wir unbedingt ausprobieren sollten oder ich unbedingt ausprobieren sollte, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich darüber. Und folgt mir auch gerne auf Instagram. Da poste ich nämlich immer ab und zu, was ich so Interessantes in Supermärkten finde, was vegan ist. Das poste ich da. Das seht ihr auch in den Highlights nochmal. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Vorausgesetzt, ihr seid Abonnent und habt die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr auch mit, wenn ein neues Video hochgeladen wird. So einfach. Also bis dann. Tschüss.